Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge hier Let's Play auf der Hopfach. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge gemerkt, dass wir hier noch Wasser brauchen für den Karottenwäscher und das müssen wir mal ändern. Und jetzt ist aber so, dass das Wasserfass oben am Gemüsehandel steht. Das heißt, wir schicken einfach mal hier unseren LKW kurz da hoch, das Fässchen einmal abholen. So. Und während der unterwegs ist, schnappen wir uns hier wieder unseren schicken Riesenholmer und werden mit der Karottenernte hier weitermachen. Los geht's. Ja, hier ist wieder gerade Blaulichtgewitter da draußen. Da düst irgendwie gerade ein paar durch die Gegend. Naja, soll uns nicht weiter stören. Wir sind hier am Arbeiten. Das ist eben auch der Vorteil bei dem Matz, dass wir da eben auch einen ganz normalen Hänger ankuppeln können. Sprich, wir können unser Wasser fast problemlos da dran machen und das eben runterfahren zum Hof. So. Nächste Bahn. Na, wieso fährst du jetzt hier auf die falsche Bahn drauf? Irgendwie sehr merkwürdig alles. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Ja, es geht auf jeden Fall gut Karotten hier runter. Dann müssen wir ja auch noch unser zweites Karottenfeld und wir haben ja noch einmal Zwiebeln, die wir auch noch ernten müssen. Dann gucken wir mal, was sich denn da so alles ergibt. Wir können auf jeden Fall Karottensaft auch machen. Aber ich glaube, dass wir da die Karotten erst auf Paletten packen müssen. Und da gibt es ja dieses eine, die eine Verpackungsgeschichte. Ich gehe mal davon aus, dass wir das da erst hin müssen. Gucken wir uns aber alles an, wenn die Ernte rum ist. Erstmal muss das hier alles runter vom Feld. Und dann sehen wir einfach weiter, was dann noch so alles kommen mag. So, der Matz ist angekommen. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir riskieren jetzt mal hier etwas. Ich habe das mit dem noch nicht gemacht. Die Anschlagkante müsste hier drüben sein. Wir gucken mal. Ja, der will gar nicht. Schade, ich hatte gedacht, wir können den mit dem Helfer fahren lassen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie sieht das denn mit Curseplay aus? Wir sind hier auf der 95.
4 Meter. Wir starten einfach mal hier. Wir machen kein Vorgewende. Und hier alles anzeigen. Naja, fährt jetzt dann zwar ein bisschen merkwürdig. Wir probieren es einfach mal. Den Rest können wir ja dann immer noch von Hand wegmachen, weil wir müssen uns jetzt einmal um den hier kümmern. Ne? Motor an. Dann holen wir einmal das Wasserfässchen. Ach, guck mal, das haben wir ja hier draußen stehen. Stimmt ja. Ist ja noch besser. So. Das hier mal kurz weg. Und angekuppelt. So, jetzt fahren wir einfach hier hinten raus. Ich hoffe mal, dass das mit dem Holmer und Curseplay einigermaßen funktioniert. Na, hallo, wieso denkst du nicht? Ist das Fass so schwer da hinten, dass wir hier keine Bodenhaftung haben oder was? Das ist ja... Boah. Müssen wir wohl vorsichtig fahren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so problematisch wird mit dem. Aber was wir eben auch machen könnten, irgendwann mal, wenn wir noch ein bisschen Geld haben, dass wir das Fass entweder austauschen gegen ein Aufliegerfass oder wir kaufen uns zusätzlich noch eins. Kann man auch mal drüber nachdenken, weil Kohle kommt ja in der nächsten Zeit immer wieder mal rein und dann könnte man das auch mal so investieren. Aber irgendwie hat er heute wieder Ruckelungen drin. Warum auch immer. 24 Frames. Mal gucken, wie das gleich ist, wenn wir hier rauskommen aus der Ortschaft. Ja, wird auf jeden Fall besser. Das sind keine Fehler. Naja. Fahren wir auf jeden Fall erstmal da runter, dass der Karottenwäscher auch loslegen kann mit seiner Arbeit. Ja, und jetzt noch ein Autosave dazwischen. Immer mal wieder oben auf die Anzeige beim Holmer gucken, aber wobei mich ein bisschen irritiert, dass er zwar fährt, aber... Ah doch, jetzt kommt wieder was rein. Ich hatte schon gedacht, er macht wieder irgendwelche Kreisfahrten und ja,
Aber das sieht jetzt... Das sieht nicht gut aus. Nee. Wieso fährst du jetzt da runter, Sus? Muss man das kapieren? Dann geht der Kurs von oben nach unten, oder was? Huh. Ja, GPS können wir mal ausmachen. Dann bringen wir den mal hier oben an den Start. Dann hoffen wir mal, dass es hier besser funktioniert. Ja, jetzt steckt der hier im Verkehr. Ja. So. Gut, der macht sein Ding. Dann machen wir hier mit dem Wasser endlich weiter. Kein Grip auf der Vorderachse. Na komm. Der Terrados nicht mehr im Verkehr. Hm. Gut. Dafür ist jetzt der Mats. Oh, Mamma mia. Na komm. Fahr um die Kurve. Fahr um die Kurve. Ansicht an. Wir kommen hier nicht um die Kurve rum. Das gibt's gar nicht. Ja, dann machen wir das mal anders. Jetzt wird der mal abgekuppelt. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier oben los ist. Der läuft und schön gemacht. Ach, du wolltest eh abfahren, wie ich das sehe. Dann musst du hier rum. So, guck mal. Und los. Und wir machen das mit dem Wasserfass jetzt hier mit unserem schicken kleinen New Holland. Da sollte das wesentlich besser funktionieren. Müssen wir mal gucken, wo denn da das Wasser rein muss. Vermutlich aber... Oh! Soll ich da etwa da reinfahren oder was? Habt sie doch nicht mehr alle hier. Mal gucken, ob ich da nicht einfach auch so rankomme.
reicht nicht. Oh, lieber Himmel. So, aber erstmal. Ja, dann sagen wir, du kommst mal durch Abfahrer, dann fährt der Vario E aus dem Weg. Gut. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Da passe ich doch niemals rein. Oder? Das muss ich mir mal genauer angucken erstmal. Ja, hier ist der. Oder kann man das irgendwie aufmachen? Hier ist das noch ein Tor. Nee. Aber wieso ist da Wasser drin? Hä? Hat das doch geklappt? Von draußen? Tatsache, da ist weniger drin. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, dann nochmal da daneben. Ist ja dann doch einfacher, wenn das so geht. Wassertank befüllen, starten. Ja, das machen wir. So, jetzt gucken wir mal was. Steckt ja schon wieder im Verkehr. Dann fahren wir dich erstmal weg. Ich glaube, nee, ich weiß es. Der hat jetzt schon so viel Mist gemacht, dass wir wieder selbst übernehmen hier. Das bringt so nichts. Wir gehen wieder auf unseren alten GPS-Kurs und machen da von Hand weiter. Jetzt ein bisschen blöd aussieht. Wir machen erstmal hier oben das die eine Bahn von Hand oder zwei, wie viele das jetzt hier sind. Gucken wir mal, können wir das von der Innenansicht machen. Da oben zumindest mal alles fertig. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, kriegt man schon fast alles jetzt auf einmal mit. Na, komm. Jo. So, dann haben wir hier, dann machen wir jetzt noch die Bahn fertig einmal.
nehmen hier das bisschen mit. So, und wo geht das dann jetzt hier oben weiter? So. Ordnung muss sein. So, jetzt machen wir wieder einmal irgendwo mittendrin los. GPS läuft. An Gas. Und unser Mats ist auch schon wieder da. Sehr schön, sehr schön. Ich muss mal gucken, wir können den Fendt einmal rufen. Der hat gar kein Curseplay drin. Deswegen. Da müssen wir mal ganz kurz den wieder einstellen. Und jetzt können wir den im Grunde... Na, machen wir, wenn wir gedreht haben. Mal außen rum zwängen hier. Ich möchte wetten, wenn wir jetzt den Fendt rufen, fährt er garantiert wieder irgendwo gegen den Mats. So, komm. Ne, er nimmt jetzt gleich den. Na, auch egal. Hauptsache ein Abfahrer kommt. Kommst du ran, kommst du ran. Denn eigentlich im Lager aus 65.000 Karotten und
Wir hatten ein LKW rumgekippt, also werden das 70.000, 90.000 bis jetzt. Boah. Kann sich sehen lassen, kann sich durchaus sehen lassen. Ja, da haben wir noch einige Folgen lang mit zu tun mit der ganzen Ernte hier, aber es bringt gutes Geld, also machen wir da munter weiter. So, wir machen jetzt hier noch schnell den einen Streifen zurück, damit wir hier im Grunde das obere Teil fertig haben. Und dann kommen wir aber auch schon so langsam wieder ans Ende für heute. Aber wie gesagt, die Bahn machen wir noch, damit das zumindest hier oben schon mal ordentlich aussieht. Und die paar Fitzelchen, die da vorne auf der linken Seite stehen, gehen auch gleich noch weg. Und dann haben wir schon wieder ein gutes Stückchen vorangeschafft. Wir gucken gleich noch mal runter zum Karottenwäscher, ob der auch wirklich schon seine Arbeit jetzt aufgenommen hat. Sollte er ja eigentlich gemacht haben, weil es dürfte jetzt alles an Materialien da sein. So, jetzt machen wir hier nochmal schnell. Wieso nimmt er die nicht? Fangen wir mal von der Seite ran. So, gut, dann lassen wir den mal hier stehen und wir gucken. Ah, da ist die erste Kiste, steht schon. Wunderbar, er läuft. Dann machen wir hier nochmal ein Bildchen und dann ist damit aber auch Feierabend für heute. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 9 zur nächsten Folge hier von der Hauptfahrt. Bis dahin, macht es gut und habt noch einen schönen Restmontag. Bis dahin. Tschüss.